Recht herzlich willkommen zur 7. Folge von Stellaris. Ja, wir haben letztes Mal hier das Konstruktionsschiff hingeschickt, da noch eine Bergstation, Bergbaustation zu machen. Dann lassen wir mal laufen. Flottenbefehl erfüllt. Nimbus Prime. Achso, wir lassen laufen, während wir hier noch am Kämpfen sind, ne? Dann lass uns das mal nochmal angucken. Okay, ja, das haben wir gleich erledigt. Wunderbar. Speichert das Spiel noch und Piratenstation überfallen. Okay, super. Machen wir gerade die Pause. Okay, die Pause kam zum passenden Moment, ne? Da war mal eine Station. Weltraum, Schlachttrümmer von was? Kleiner roter Laser. Wächter und Verteidigung. Wieder roter Laser, großer Kernspaltungsreaktor, großer Nanokompositpanzerung, Radarsystemschiffe. Erfordert ein Forschungsschiff. Ist das unsere Flotte oder was? Ja. Eine Flotte ist das, genau. Ist natürlich jetzt stark in Mitleidenschaft gezogen. Gut. Flotte reparieren. Das ist wichtig. Und hier ein Forschungsschiff brauchen wir da. Projekt erforschen machen wir jetzt. Gut, das geht dann weiter. Wer fliegt denn da sonst noch? Second Strike Force, okay. Die fliegen dem anderen hinterher. Und das ist Flottenkampf. Ich glaube, wir ziehen uns da zurück, oder? Na, das wird wohl dann nichts mehr werden, ne? Das ist die Piratenflotte und unser Schiff ist jetzt eliminiert. Ja. Wir müssen gerade gucken, wo unser Forschungsschiff ist, weil ich glaube, dass schicken wir vielleicht besser nicht dahin. Nicht auflösen. Das ist das Forschungsschiff. Wo ist das Forschungsschiff? Das ist eine Forschungsstation. Könnte ich jetzt mal bitte Schiffsdetails. Gut. Das ist unser Forschungsschiff. Was blinkt da oben? Bauvorhaben abgeschlossen. Schickt das Forschungsschiff mal hier hin. Okay, da ist unsere Militärmacht. Die wird gerade ausgebaut. Reparatur abgeschlossen. Schön. Ja, die Trümmer, das ist noch ein Problem, ne? Aber damit brauchen wir da nicht hinfahren. Einfach aus dem Grunde. Kolonieschiff wird noch gebaut. Können wir das hier verändern? Nee. Okay. Das zählt runter. Wir brauchen noch eine zweite.
Ja, da müssen wir schauen, dass wir das in den Griff kriegen, weil wir sind ja etwas geschwächt. Jetzt ist das eine Schiff auch noch kaputt gegangen. Das war wahrscheinlich die Korvette, die ich schon gebaut hatte. Second Fleet war das, ne? Ja, den haben wir jetzt dahin beordert. Schauen wir gerade mal, was wir hier erledigen können, ne? Ressourcenproduktion. Energie haben wir, Mineralien müssen wir noch. Da brauchen wir 30, wir haben erst 18. Wir konstruieren aber irgendwo noch was, und zwar hier. Ein Anführer hat eine neue Struktur erreicht. Wo ist denn der? Nochmal Pause. Jetzt will ich doch mal sehen, wo ich so einen Anführer herkriege. Verteidigungsarmee, Angriffsarmee, okay. Raumhafen. Da haben wir schon eine klare Sache. Konstruktionsschiff. Ah, das ist er, oder? Nee, ist er nicht. Das sind Wissenschaftler. Okay. Gut, dann. Da. Er ist das. Richtig. Marcello Quesada. Okay, der war das. Gut. Den habe ich jetzt aber nicht rausgekickt, ne, oder? Dadurch, dass ich den aufgerufen habe? Nein. Fusionsenergie. Hier ist der Bahnmaschine, die Weltraumarmöbel beobachten. Okay. Dann passt das da ja alles noch. Gucken wir nochmal hier rein. Zyprex-Artefakte geborgen. Und da müssen wir noch. Wir brauchen einen Wissenschaftler, der die Fünferfähigkeit hat. Gut. Bewohnbare Weltenerkundung haben wir auch noch nicht. Vier Forschungsstationen müssen wir bauen. Da kommen wir auch nicht weiter. Forschungsschiff im Orbit. Auf Karte verfolgen. Ne, brauchen wir jetzt nicht. Aber gehe zu, wollte ich machen. Das ist da. Hierhin bewegen. Warte mal, da können wir aber das Forschungsschiff hinstecken, oder? Vier Sternefähigkeit hat die Dame schon, also kann die das. Gut, ja. War klar, dann können wir auch einen Rechtsklick drauf machen und hier. Trümmer, ach so, okay. Ja, das sind die Trümmer davon, ne? Forschungsschiff da einschicken, oder nicht? So, das haben wir gestoppt. Jetzt sind wir dahin und wollen das erforschen. Aber hier ist das Risiko. Wieso geht das mit dem Schiff nicht? Nichts am Anger halten? Nein, ne? Nein. Wurfraum abgeschossen. Thank you.
Machen wir nochmal die Pause rein. Okay. So, Wissenschaftler Stufe 3. Das war da. Können wir noch was bauen? Da nicht. Da auch nicht. Hier können wir definitiv noch was bauen, ne? Und dann brauchen wir wieder den Konstruktionsschiff. Haben wir so viel? Ja, haben wir Baus. Erledigt. Forschungsschiff. Gehen wir mal gerade hin. Erfordert ein Forschungsschiff. Ja, kann ich mir vorstellen, ne? Was macht denn unser Forschungsschiff jetzt hier? Okay. Da war das, ne? So. Was ist das hier für ein? 30% Asara. Müssen wir gleich gucken, wenn die hier ankommen, ob die anderen noch da sind, sonst können wir gleich wieder abhauen, ne? Okay. Weltraumamöben für immer. Nehmen Sie den Namen über die Bergen, weil die Ansprache, okay. Gehen irgendwo hervor. Okay. Wirklich faszinierend. So, das war die Forschung, die da jetzt dann frei geworden ist, oder? Better Aliens Untersuchung, okay. Dann sind die ja noch voll beschäftigt hier. Passt. Okay, ich sehe, die feindliche Truppe ist noch da. Das ist schlecht. Warte mal. Erst ein Tatsam-System. Ach so, okay. Das bedeutet, den fange ich mal dahin. Und dann müssen wir gucken, wie weit ist denn hier. Ah, die Korvette wird gebaut. Das Kolonieschiff ist fertig. Okay, das waren diese drei Meldungen. Erkunden, erforschen, Haltung, Forschung unterstützen, Spezialprojekt erforschen. Ne. Kontakt herstellen. Okay. Super hier, ne? Ja, Grüße senden, fertig. So. Dann warten wir mal, bis die Korvette fertig ist. Das dauert nicht lange. Dann müssen wir mal gucken, wo die hinfliegt, ne? Ah, die wird automatisch eingebunden. 98, das bedeutet, wir brauchen definitiv noch eins, um gegen die 123 anzustoßen, ne? Mil
Militär macht 24,65. Was? First Strike. Okay, die will ich nicht umbenennen, sondern auswählen. Geht wohl so am einfachsten. So. Und irgendwo. Ah, die Piraten sind da. Okay, das ist aber nur eine Station von uns. Wenn die Piraten noch da sind, ne? Dann müssten wir da jetzt auch ein Forschungsschiff hinschicken können eigentlich, ne? Gehe zu. Ich weiß jetzt noch nicht, warum das nicht geht. Und wo sind wir denn hiermit beschäftigt? Konstruktionsschiff möchte ich gerne haben, ja. Das Konstruktionsschiff soll hier was bauen. Ach so, das geht irgendwie nicht, ne? Da wollte ich hin. Und dann das Forschungsschiff ist hier und das Konstruktionsschiff. Kommen wir bitte auch hier hin. Hierhin bewegen. 147 und jetzt müssten wir mal dahin. So, die 147 schicken wir jetzt aber mal in was für ein System? Hier hin. So. Dann gucken wir uns das gleich an. Zurzeit machen die ja unser Schiff, unser Bergbaustation hier kaputt. Da halte ich ja gar nichts von, ne? Wer ist denn das? Second Attack Swarm. Sind das unsere tatsächlich? Hallo? Wusste ich gar nicht. So, das waren dann Piraten, ne? Würde ich sagen, oder? Okay. Gut. Auch schön. Unser erste Flotte ist eine kleine. Ja. Diese Flotte müsste mal in ein anderes System fliegen. Und zwar da oben hin. Gut, das Weltraumlebensform, die asiatische Gesellschaftsleitung mittlerweile als Tyantki bezeichnen, können anscheinend eine der Dimensionen des Unterraums nutzen. Na dann. Diese Einheit sollten wir hier hinschicken. Genau. Und das Forschungsschiff sollten wir auch hier hinschicken. Und dann müssen wir hier noch gucken, was wir da machen. Und das Konstruktionsschiff können wir auch hier hinschicken. So, dann kommen die erstmal alle hier hin. Lass mal gerade das im System angucken. Da können wir dann auch unser ganzes System erweitern.
würde ich sagen. Raumhafen bauen. Laserverteidigungsmodul oder Raketenverteidigungsmodul. Wir können nur das bauen. Dann mach das mal. Gut. Dann wieder zurück in das System gucken. Wer kommt da an? Die Militärflotte und wer ist da oben? Forschungsschiff. Projekt erforschen geht nicht, oder was? Warum geht das denn nicht? Tage übrig, 1034. Hier haben wir schon was gehabt, das ist zerstört worden, ne? Okay. Wer war das? Ach, das ist das Forschungsschiff. Und das ist das Konstruktionsschiff dann, ne? Ne, ist auch ein Forschungsschiff. Okay. Und wer ist das? Konstruktionsschiff. So. Forschungsschiff. Das ist Forschungsschiff. Das ist Konstruktionsschiff und das ist die Station. Das ist, ach so, das ist ein Spezialgespielt. Okay, ich dachte, das wäre noch eine kaputt zerstörte Einheit von uns. Keine Credits? Doch, wir haben Credits. Wir können hier nichts bauen. Scheint außerhalb unserer Reichweite, ne? Liegt außerhalb unserer Grenzen. Das wird wahrscheinlich dann auch außerhalb unserer Grenzen liegen. Okay. Punkte Ingenieurforschung plus 5 Punkte. Gut. Ja, das bedeutet, die Truppe lassen wir hier. Das Forschungsschiff. Zeig mal gerade noch. Und da ist nix. Ja, das ist auch nix. So. Nochmal das Forschungsschiff. System erkunden machen wir erstmal. Die Flotte. Konstruktionsschiff. Lass mal hier eine Militärstation bauen, oder? Können wir uns das leisten? Ich glaube schon. So. Die fliegen dahin. Forschungsschiff ist weg.
Gut, das läuft. Ja, unsere Welt sieht so aus. Oberfläche nochmal reingucken. Ja, der ist das, der demnächst dann dazu kommt. 50% erreicht. Das ist noch nicht so viel, ne? Und unsere zweite Welt ist hier unten. Timmy's Prime. Oh, schon der zweite Bewohner da. Guck an. Ja, Strom. Kriegen wir dazu und was zu essen. Und der nächste ist dann auch schon mit Mineralien. Und einem Apfel. Ja, ist auch, glaube ich, die nächstbeste Ausbeute. Gut. Militärstation bauen wir hier, wie gesagt. Und machen die das? Sieht irgendwie nicht so aus, ne? Ja. Bauen die da? Ja, gucken. Ach so. Die kann ich jetzt hier platzieren. So muss man erstmal drauf kommen, ne? Gut, machen sie. So, die sind dann kräftig beschäftigt. Und dann würde ich aber erstmal sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.